Hier. Welche Meerestiere kann man vom Krähennest des The Chip aus schwimmen sehen? Haie. Ne? Das war einfach. Wir haben es ja gerade gesehen. So, interessanterweise muss man die nicht gleich beantworten, die Teile. Okay, brennen. Hier glüht ja was. That seems promising, but inconvenient for carrying around. Bett. Wett. Klingt vielversprechend, aber ist schlecht zum Mitnehmen. Kann ich das irgendwie kombinieren mit irgendwas? Spieße das brennende Alaska auf das heiße spitze Ding. Aber ich kann das heiße spitze Ding nicht mitnehmen. Das heiße spitze Ding nicht mitnehmen und ansonsten haben wir, glaube ich, nichts, was irgendwie heiß ist, oder? Ah, kann ich vielleicht den... Remind me what you told me about the pepper. It's very, very, very hot and very empty. Ja, aber ich kann das Ding nicht mitnehmen, ne? Nudeln, einige Utensilien. Ich gucke gerade, ob ich hier irgendwo was übersehen habe zum Mitnehmen. Aber ich glaube leider nicht. It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's cute that you think there's a difference. Gut, in die Suppe kann ich das Ding auch nicht werfen, denke ich. Warte mal. Guck mal. Hardly any warmer now. Light as seafoam. Nee. Hier kann ich es nur aufwärmen. Hardly any warmer now. Nicht wirklich wärmer. Bräuchte irgendeine Art von Behälter. Huch, ich sehe übrigens gerade eine Karte. Wir haben wieder ein Quiz. So, was denn? Wallys Laden befindet sich auf A Street, einer polizeilichen Überwachungsliste der oberen Straße, der unteren Straße. Es ist die untere, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Der in diesem Spiel befindliche Laden, nicht der in Monkey Island 2. Okay. Trotzdem ist das jetzt hier überraschend, weil wir können das zwar etwas aufwärmen, aber nicht richtig aufwärmen. Achso, das Huhn soll ja nicht überfüttert werden, stelle ich gerade fest. Frisst das auch das Zeug? Nein. Cracker habe ich schon versucht. I think that only works on parrots. Mist! Schade, ich dachte, den Cracker könnte ich auch hier geben, aber nö. I think that only works on parrots. Hm. Okay. Ach ja, die Dinger sind ja abgestempelt. Die kann ich ja eigentlich mal zurückgeben, ne? Fällt mir gerade ein. I don't have time for that right now. It's all stuff LeChuck has to approve anyway. Ja, aber das sind doch schon abgestempelte Papiere. It's a stack of papers stamped by LeChuck. Wartet mal, hier ist doch auch noch eine Feuerquelle oder sowas, ne? Hardly any warmer now. Kaum wärmer. Anzünden kann ich die Dinger nicht, schade. Na,
Was mich echt wundert ist, ich kann zwar hier die Dinger Brennendes Alaska ein bisschen aufwärmen, aber ich kann es nicht auf den Stick packen. Hier auf die glühende irgendwas. Da sagt er zwar, es ist eine gute Idee, geht aber nicht. Kann ich das Ding abschneiden? Ich glaube es nicht. Okay, immer noch glühend heiß. Not the most comfortable thing to keep in my pocket. Ja, dann packen wir es mal rein. Okay. I don't think I should. I'm not big on fire eating. Vielleicht ist es das, was der da oben will. So, da habe ich mich gerade noch mal einmal verklickt. Vielleicht reicht das ja jetzt, weil es brennt. Mal schauen. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Scorched Alaska. Sweet poisonous shades of my shady and poisonous childhood. It seals me inside like a lost love. A masterpiece. Hey, there's some missing. Well. Much respect, Swabby. I am in your debt. I hate being in debt, so let's just say I'll vote your way next time we talk about that plan of yours. The one with the monkeys. Super! Working hard? Never. Gut! About your vote. Relax, I'll back your play. Super, gut. Und dann noch? Never. Da war doch noch was, was man ihn fragen könnte. Okay, nur das mit dem Kopf. Bad work. Always. Weil das habe ich ja schon gemacht. Und dann habe ich jetzt hier dieses Buch und das können wir, glaube ich, dann mitnehmen. Would you describe this book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. Nehmen wir es mit? Would you describe this book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. Ich wollte es ausleihen. You're not reading this. Can I borrow it? Sure. I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. Super. Dann haben wir nämlich nur noch eine einzige Stimme, die fehlt. Und diese Stimme müsste theoretisch er hier sein. Und dann haben wir's. Oh, es geht gut voran, es geht gut voran. Hier. Hey Bob, I've got a great book for you. Hey, this looks promising. Thanks. I owe you one. Can I count on your vote to go to Monkey Island? Sure, no problem. I think I've got everyone's support now. Time to call for another vote. Genau. Zeit für ein weiteres Wählen. Warte mal ganz kurz, es hat gerade Pling Pling gemacht, als ob irgendwas von Windows gemeckert wurde. Aber was? Aha. Ja, danke. Danke. Irgendwelche Defender-Varianten wieder mal. Ja, danke. Und dann machst du Pling, Windows. Ich frag nicht. Okay, aber wir müssen nicht unterbrechen. Darum ging es gerade. Ich hatte gedacht, dass irgendwas vielleicht sich entkoppelt hätte oder sowas, aber das ist Gott sei Dank nicht passiert. Okay, sie sagte ja schon, zur nächsten Abstimmung soll ich die Glocke selbst läuten. Dann läute ich mal und gucke, was da rauskommt. One bell, voting hour. Didn't we just do this? The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Natürlich. Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. 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 Six in favor, none opposed. I hope you're happy, Grandma. Everybody, get ready. We'll follow the other ship as soon as she gets underway. Yes. So then you went to Monkey Island? Not right away. I still needed to get my hands on the Chuck's map to the secret. Genau, wir brauchen noch die Karte. Und eigentlich brauchen die da drüben immer noch, ich sag jetzt mal, einen Schädel. Den sie nicht haben. Mary, kann ich dich rüberschießen? Okay, das kommt später. Das kommt später, verdammt. Wir müssen Mary wirklich rüberschießen, damit die einen Schädel haben. Can't you see me be thinking? Make it quick, Swabby! What kann man ihn ablenken? You're doing, Swabby? Back where you belong. Er hat einen Anti-Stress-Ball. Okay. That's my private area, Swabby. Mist. Ich glaube, das wird so rum nix. Wir gehen mal nach draußen. Es gab noch die Möglichkeit, die Kabine sich anzusehen von draußen.
Es kann sein, dass es so funktioniert. Dass man hier irgendwie ihn ablenken muss, dass er dann sozusagen... okay, das war blöd. Nein, ich will wieder nach oben. Hey, Gullet. So. Tschüss, Gullet. Aber oben ist die Möglichkeit, die Kabine sich ansehen. Hier. There's a much more straightforward way to get in there. Wir müssen ihn irgendwie ablenken. Habe ich irgendwas, was ich dagegen werfen kann, aber... Fortunately, there's a much more straightforward way to get in. Okay, es geht doch nicht. Ich wollte gerade sagen. Nee. Hätte es erwartet, dass man vielleicht irgendwas... Aber ich wüsste auch nicht, was ich dagegen werfen soll. Außerdem fährt das Schiff so lang und man müsste ja irgendwie gerade werfen können. Das funktioniert also nicht. Ich lese mal nochmal den Zettel. Einmal läuten ist Abstimmung. Vielleicht müssen wir zweimal läuten, um den Captain an Bord zu holen oder sowas. Es kann ja sein, dass es da irgendwas gibt als Symbol. Top Deck Schedule. One bell, crew voting. Two bells, the Chuck shouting. Aha. That time again already? Well, let's get to it. Eyes front, you disgusting heaps of festering scum. Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, 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 fleet. Ich hau mal ab und hol meine Karte. So. Ich will das wirklich. Much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. Aha. Ja, und... This isn't remotely like a map. He'd notice it right away. Ah, eine Karte. Moment, hier. Mob-Karte. Wir tauschen die aus. Map's a map. I don't think he'll spot the difference. Now I just need to get Madison a skull and we'll be good to go. Ja. Perfekt. Perfekt, perfekt. Und Madison braucht jetzt noch einen... Conclusion. Shape up or the eels will be gnawing on your carcass. All right. Same time tomorrow then. Dismissed. Schön. Einfach schön, dass er weiter meckert. Okay, ich muss ganz kurz nochmal nach oben klettern, weil ich weiß nicht, ob ich das Fernrohr brauche. Well, looks like they haven't figured out their skull problem yet. Good. Okay, man kann es auch nicht mitnehmen. Also müssen wir Mary ihn einfach rüberschießen. Mal gucken, ob es funktioniert. Mary, dein Einsatz. Flieg gut, mein alter Freund. Und lande sanft. Okay, Mary, I just need one more thing from you. I hope you're not allergic to gunpowder. Of course I'm not. Dinger sind gefährlich, genau. She's underway. All hands, stand by to make sail. Tage vergehen. We're nearly there, me hearties. The fabled shores of fabled Monkey Island. Captain Madison and her associates will have to be dealt with, of course. But our top priority is the secret. Extra grog rations for everyone. Grog. Yay! Yes. All right. Wow. Reward.
What? I did not see that coming. I want to savor this, so I'm going to let you have the first jab. Guybrush, du Idiot! Er schmeißt natürlich die Augenklappe nach oben. Intelligenzbolzen Guybrush Threepwood. Ja, gut, na dann müssen wir uns wohl ein bisschen verteidigen gegen ihn. Du bewegst dich wie ein verwundetes Flusspferd. Ich werde dich aufspießen wie ein Schwein am Spieß. Du bist so rostig wie das Buttermesser, das du Schwert nennst. Beeilen wir uns, ich habe einen Termin mit einem Geheimnis. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht gleich einen klassischen Beleidigungsduell-Varianten genommen haben wie in Teil 1. Passend, du kämpfst wie eine Kuh. Ne, hier ist es ein verwundetes Flusspferd. Also, warum haben sie nicht dasselbe genommen? Aber ist egal. Das ist Meckern auf hohem Niveau. I'm going to skewer you like a pig on a spit. You do fight more like a cook than a swordsman. Okay, decent comeback. Why don't you try again? Na komm, du hast weder Ehre noch Speere, weder Klasse noch Asse, noch Febel noch Säbel, weder Strolch noch Dolch. You're all buttress and no cutlass. You're all mattress and a blast. Hey, cheating! I won that round. Also, I'm pretty sure we're supposed to use the swords when we do this. You don't seem to know how to use a sword. I can't decide if you're waving that thing like a feather duster or more like a mop. Hey, I know that one! Oh, been practicing, huh? What comeback would you use for waving it like a feather duster or like a mop? Wie ein Dirigentenstab, ich schwinge es zum Abschied. So oder so, ich werde mit dir den Boden wischen. Either way, I'll clean the floor with you. That's what I thought too. I can't decide if you're waving your sword like a feather duster or more like a mop. Either way, I'll clean the floor with you. Too late to start doing your job now, Swabby! Hey, you're laying a comeback on my comeback? That's gotta be against the rules. You really should keep up on the latest trends. Goodbye, Threepwood. Und damit sind wir bei Teil 3 angekommen. Rückkehr nach Monkey Island. Good thing I can still hold my breath for 10 minutes. More or less. Is it more or is it less? What? You say you can hold your breath for 10 minutes, but then sometimes you say 8. One time I heard you say 12. Which one is it? Well, in my prime, I could do 10 minutes, no problem. Are you in your prime in this story? 8 minutes. Now let me get back to it before the 8 minutes runs out. So, Monkey Island, 6 Minuten Fußweg. Ich sollte mich beeilen. Ich habe nur noch ein paar Minuten. Warte mal. Monkey Island, 6 minute walk. Ja, na gut, dann komm. 2 Minuten später. Oh, Stein. Das ist geil gemacht. Nochmal 2 Minuten später. Zeit läuft ab. 3,5 Minuten haben wir noch. Hier ist nix. Hoffe ich. 2 Minuten später. Ich bin angekommen. At last. Hello, Monkey Island. It's me, Guybrush. Did you miss me? Your secret will be mine. 10 minutes. Tops. I just need to take a look at the map I stole from LeChuck. Und die ist natürlich immer noch trocken. Die ist trocken. Und jetzt kann ich sagen, willkommen auf Monkey Island. Ach, ist das schön. Wir sind zurück. Ein süßes, romantisches Herz. Für die Insel. Aw. It's a heart with L and E, someone romantically carved into the tree. Ja, ich bin gespannt, ob hier wieder ein Affe irgendwo ist. Hermann, der vielleicht wieder rumgeigt. Das ist ja ein niedliches Detail. Ich bin ja gerade zu der Krabbe gegangen und dann geht die in ihren Panzer rein. Das ist ein niedliches Detail. Oh Mann, ey. Sie haben sich schon was einfallen lassen. Und wie gesagt, ich finde die Grafik nicht schlimm. Also, die haben ja alle wegen der Grafik gemeckert, die Leute, aber nö. Auch, dass die
abhaut und was das? Murray? Murray? Is that you? Sorry about the cannon. Oh, it's just a creepy skull. I'll keep this for my Shakespeare summer stock. Leider kein Murray. Naja. Monkey Island. Da ist der Affenkopf hier über mir. Der große. Zum Strand. Den roten Beerenstrauch ansehen. Immer schön. Köstliche Beeren. I don't eat trailberries. Not after what happened last time. And the time before that. Kann ich die trotzdem vielleicht ernten und mitnehmen? Dieses Messer ist wirklich... Nö, geht nicht. Oh, ich sehe eine Karte. Moment. So, die Quizkarte. Wer ist der hiesige Experte für Loom? Okay, Applebob, Cobb, der Speer, Wally. Ich glaube, es ist Cobb. Er wurde nämlich benannt. Frag mich nach Loom. Und da oben eine Piratenflagge, die hätten wir gebraucht für die Suppe. You don't hear much about land pirates, but they're out there. Trotzdem, die hätten wir gebraucht auf dem Piratenschiff von LeChuck. Echt schlecht, dass wir die nicht hatten. Und wir können sie nicht mitnehmen. Wir können sie nicht abschneiden. Okay. Schädel untersuchen? It's a skull I found. Ja. Die Piratenflagge geht nicht. Was ist das? Eine große Hand. It's a big stone monkey part. I shudder to think about what part I might find next. Keine Ahnung. Was? Ein geschnitztes Holzhuhn? Ich vermisse immer noch das Karabinerhuhn. Eine schicke alte Sonnenuhr. It's running a little fast. Wie kann eine Sonnenuhr zu schnell laufen? Ah, ich frag lieber nicht. I think I definitely lost my way. Er hat sich verlaufen. Warte mal. Oh, nach oben gehen, um die Aussicht zu betrachten. Ja, dann hast du hier unten Vulkanstrand. Wie komme ich da nach oben? Warte mal. Den mächtigen Vulkan anstarren. Machen wir mal. Geil. So, hier den Vulkanstrand. Das Schiff von LeChuck liegt davor. Ja, ja, ja. Murray! Murray? Is that you? Sorry about getting you mixed up in this. Oh, it's just a weird-looking skull. Wir sammeln Schädel. Wir sammeln Schädel. Okay, zu LeChucks unnötig übertriebenem Schiff zurückkehren. Ja. Hi, ich bin wieder da. Warum sollte ich das machen? Abendessen? I guess not. Was? Krabbe? Abendessen? Was? Das ist eine Karte, Quizkarte. Moment. Quizkarte. So. Blood Island ist die Heimat von Stans kuscheliger Gruft, dem Meistersuppe-Hotel, dem Piraten Blutnase der Barbierküste. Blood Island war, glaube ich, die Meistersuppe. Ja! Teil 3, Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island. Da war das drin vorkommend. Hi, Murray. Murray? Is that you? I hope this doesn't affect our friendship. Oh, it's just a soaked skull. I'll keep this for my Skull Club meetup. Pass auf! I'm sensing pure evil here. More than what's reasonable for an ordinary sea creature. Ja. Guck dich nochmal an. I'm sensing pure evil here. More than what's reasonable for an ordinary sea creature. Gut, ich glaube ehrlich gesagt, wir werden so viele Schädel sammeln und irgendwann ist Murray einfach dabei.